Was ich will von den Politikern, Bürgernähe will ich. Naja, gibt es die? Also ein Kaffeeklatsch mit Angela Merkel, ob so etwas möglich ist. Schon, ja, Bürgernähe. Ja, wer ist jetzt besser? Ist Angela Merkel besser oder der Steinbrück bei der nächsten Wahl? Oder? Also früher habe ich ja mir so die SPD gewählt. Den Gerhard Schröder habe ich gewählt, aber da war ich eigentlich sehr enttäuscht, weil die Kanzlerbriefe, die ich ihm geschrieben habe und geschickt habe jeden Tag, da war da keine, da bekam ich keine Reaktion. Also einen Brief bekam ich mal von irgendeinem Mitarbeiter, dass ich sie woanders hinschicken soll, andere Adresse. Das habe ich gemacht, aber kein einziges Mu oder Mäh habe ich von Gerhard Schröder gehört. Also ich bin jetzt neugierig, wie meine Kanzlertafel Nummer 07, also den Gerhard Schröder, ja, wie die sie wird. Also jetzt bin ich ja gerade bei der Nummer 08, bei der Angela Merkel, und es bildet sich langsam eine Komposition zusammen. Also von oben fange ich an mit der Kuppel, wo ich jetzt war. Die CSU hat mich eingeladen, fand ich wahnsinnig nett, das hat mich sehr gefreut. Also ich, Dankeschön, das hat mir Schwung gegeben für meine Bewerbungsbilder. Ja, und jetzt muss man mal weitermischen. Die Farben sind da. Warme, kalte, weite, nahe, hohe, tiefe, fern und nah. Die Farben, die Farben sind da. Farben sind frei, frei, frei vom Schrei, Schrei, frei, frei, frei. Oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Die Farben, Farben sind hier, hier, ja, hier und da, hier. Die Farben sind hier, doch da, da stehen wir. Ich mein, ja, wir, du und ich, du, ich. Ich und du, Müllers Kuh, ich und du, du. Hey, so ein Sauwetter, es regnet. Oh, mach das Fenster zu. Zu, Mu, ja, du Kuh. Mu, die Farben. Die
Farben sind frei. Frei. Hörst du? Die Farben sind frei. Ja, rot, gelb, blau, weiß, weiß, schwarz, schwarz, rot, schwarz, Mischung. Ach, das gibt doch braun, braun. Das kennen wir doch. Die Farben. Ein Bier. Sind doch frei, oder? Nicht besetzt. Ja, was ist denn das? Was ist denn hier los? Ja, wie ist jetzt das? Kriegen wir jetzt noch ein Bier? Ich mein, ein Bier? Magst du mich denken? Ich hab dir kurz gesagt, ich liebe eine Fünfklässlerin. Und die liebt mich nicht. Sie liebt es, gebrochenes Herz. Nimmer Liebe. Liebe ist schön, weil man da auch schön knutschen kann. Ich liebe dich.